Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In diesem Video geht es um Maxq Global. Maxq Global ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen, wie man hier sehr gut erkennen kann. Warum zeige ich euch das Ganze? Weil die Plattform hat ein paar Special Features, die andere Plattformen nicht haben. Es haben mich ein, zwei Viewer, also Zuschauer, auch darauf angesprochen. Deshalb möchte ich euch das einfach noch mal kurz mitteilen. Und zwar, was geht hier? Also natürlich gibt es zum einen ganz klar, wenn man sich hier angemeldet hat, eine Wallet, ganz normal, so wie andere Handelsplattformen auch. Ihr kennt das, da habt ihr eine Wallet, da habt ihr dann verschiedene Kryptowährungen. Ich habe hier den MX-Token am Start, 75 Token, die haben momentan einen Wert von 135 US-Dollar. Also die Plattform hat auch einen eigenen Token, 1,65, also 1,65 Euro momentan der Kurs. Wir schauen uns hier mal den All-Time-Verlauf an. Also die Plattform ist schon eigentlich relativ stark und ist auch ja weit verbreitet. Wir schauen uns mal ganz kurz auf CoinMarketCap hier die Zahlen an. Da seht ihr das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden. Das sind, lasst mich mal hier schauen, das sind doch 3.142.541.677. Also einfach, dass ihr seht, es ist keine kleine Plattform, die ist schon relativ groß. Ich glaube, die stammt aus Südkorea, ist der Hauptsitz. Und hier sieht man auch, was hier viel gehandelt wird, also USDC, Tron, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin. Wieder mit einem anderen Pair, hier mit USDC, hier mit USDT. Aber einfach nur, dass ihr seht, also es ist eigentlich echt eine Riesenplattform. Wie gesagt, es gibt einen eigenen MX-Token dazu. Ich habe hier ein paar am Start, 75. Und was sind hier die Special Features? Also warum kann ich euch die, oder warum zeige ich euch die Plattform? Weil einmal hier unter dem Punkt Finanzen, da seht ihr schon die interessanten Dinge, die sich hier verstecken. Also Kickstarter oder MX DeFi oder auch MDay oder die MX Zone oder Slot Auktionen. Also das hier ist zum Beispiel sehr interessant. Also einige von euch, die kennen wahrscheinlich die Kusama oder die Polkadot Kryptowährung und auch die Parachain Auktionen. Das ist ja auch, ja, ist eine eigene Chain, also ein eigenes Ecosystem, und die Slot Parachain Auktionen, da könnt ihr daran teilnehmen. Also unter diesem Menüpunkt, wir schauen uns den einfach mal ganz kurz an, da seht ihr, da gibt es hier die ganzen verschiedenen Projekte, die so kommen. Also wenn die neu eben in die Slot Auktionen kommen, dann kann man hier daran teilnehmen. Hier sehen wir einige interessante Projekte, die jetzt schon beendet sind, und wenn es neue Projekte gibt, dann kommen die hier rein. Ihr seht, es gibt dann immer verschiedene Ausgaben, Ausgabe 10, 11 und so weiter. Und hier oben kann man auch switchen zwischen Polkadot und Kusama Slot Auktionen. Genau. Und da kommen immer wieder interessante Projekte. Hier, wer sich jetzt näher dafür interessiert, der kann ja auch mal einfach checken, was gibt es da für Projekte, was ist da damals so passiert und wie hat sich das Projekt entwickelt. Also das kann man ja dann auch einfach so ein bisschen verfolgen. Da ist natürlich auch jedes Projekt ganz individuell unterwegs, sage ich mal. Aber man kann hier dann eben auch daran teilnehmen. So, was gibt es noch Interessantes? Es gibt auch den Maxq oder den MEXC Launchpad, und den fand ich auch richtig interessant, weil ihr habt bestimmt mitbekommen, GenoPets, das Game, das verfolge ich ja schon seit Anfang an. Das ist ja das erste Move-to-Earn-Game. Ich switch mal ganz kurz rüber auf die Seite von GenoPets, und da bin ich ja momentan auch dabei. So, ich öffne mal kurz hier meine Solana Wallet, und dann sehen wir auch, ich habe ja hier ein paar GenoPet Token noch am Start, so im Wert von 300 Dollar. Außerdem, ja, hier noch Solana und auch noch mal Monkey Bucks Tokens, aber ich wollte euch eigentlich zeigen hier meine Collectibles, meine NFTs hier aus dem GenoPet Game. Ich habe nämlich mittlerweile 3 Genotype Crystals. Also ich nehme an der Treasure Hunt teil, die momentan stattfindet, und jetzt ist noch eine Treasure Hunt diese Woche am Freitag. Also
ja, morgen am Freitag findet das Ganze statt und wenn ich dann meine 4 Crystals habe, dann bekomme ich auch mein erstes Habitat. Also das ist ja das Land für mein Genopad, auf dem ich dann auch wirklich ja mein Genopad unterbringen kann und dann auch am Play-to-Earn-Modus teilnehmen kann. Aber jetzt soll es ja nicht um Genopads gehen, sondern um die MEXC-Plattform beziehungsweise um das Launchpad hier und ihr seht, hier kommen auch immer wieder verschiedene Projekte an den Start, das Colony-Projekt zuletzt oder auch D-Travel und das hier fand ich sehr interessant, weil es einfach aus dem Gaming-Bereich kommt und hier war auch wirklich möglich, sehr, sehr günstig einzusteigen und der Genopad-Token, der hat sich ja relativ gut entwickelt, auch wenn ihr euch den mal im All-Time-Verlauf anschaut, gehen wir einfach mal kurz rein. Hier den Gene-Token, Sekunde, so Gene-Token, der hat am Anfang, wenn wir hier mal reingehen, da seht ihr, was der für einen Sprung gemacht hat, hier auf über 32 Euro und den gab es hier natürlich relativ günstig auf der Plattform zu kaufen, also es sind natürlich auch Presale-Angebote, die liegen also sehr, sehr günstig. Momentan kann ich euch das hier nicht mehr zeigen, den genauen Preis, weil die Kampagne ist schon zu lange beendet. Die hat ja schon am 17.11.2021 stattgefunden und hier, die ist noch nicht ganz so alt. Deshalb ist jetzt hier zum Beispiel noch für Colony der Verkaufspreis drin. Das waren dann 0,13 MX. Wir schauen mal ganz kurz rein. Also 0,132 MX, das sind 21 Euro Cent für diesen Token und wenn wir uns den jetzt mal anschauen, ihr seht, der Colony Token, wie der sich auch damals entwickelt hat, also man hat den für 21 Cent einkaufen können und hier am Anfang, ihr seht auch, warum das dann so nach unten gegangen ist, weil da haben natürlich Leute, hier, das sind über 2,20 Euro, die haben halt alle locker mal ein 10x gemacht, mehr aus 1000, 10.000 oder aus 10.000, 100.000 und dann einfach zack, hier alles verkauft und dann ist klar, wenn viele im Presale drin waren, manchmal gibt es auch natürlich ein Limit im Presale, muss man dann immer individuell jeden Sale sich anschauen, aber da kann man natürlich gute Gewinne machen und aber auch immer noch, wir haben ja gerade den Preis gesehen, wo der liegt, hier mit ungefähr 21, 22 Cent reingehen und jetzt immer noch, nachdem das Ding so gedroppt ist, ist man ja immer noch, auch wenn man auf Halten gespielt hat, ist man ja immer noch mit einem doppelten, also 2x ungefähr am Start hier, was dieses Projekt angeht. Und deshalb ist die Plattform einfach interessant, weil es solche Projekte hier gibt. Man kann sich jetzt auch das D-Travel-Projekt nochmal anschauen oder auch den CBX-Coin, also von CropBytes. Könnt ihr auch alles mal machen, so wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr eure Research macht, sowieso immer do your own research. Aber das Ding hier ist einfach ja interessant. Wie gesagt, Genopads war hier am Start. Außerdem gibt es noch hier den Kickstarter-Bereich, also auch über Finanzen zu finden, hier der Kickstarter-Bereich. Weil hier kann man auch, wenn man MX-Token hält, also wenn man diesen Token hält, kann man hier am Kickstarter-Event teilnehmen. Und dann so gesehen, das ist dann auch so ein bisschen Governance hier. Also man kann abstimmen. Ihr seht, es gibt immer Abstimmungen. Und wenn genug zusammenkommen, es gibt eine Zielabstimmungsquote, die Beteiligungsrate, die hier auch ersichtlich sein wird und dann noch eine Listingzeit, wann das Projekt kommen soll. Und wenn hier genug Leute sich finden, dann wird das Projekt gelistet und dann könnt ihr auch hier oben euch auch durchlesen, die Abstimmungsteilnehmer, die hier teilgenommen haben, die bekommen dann Airdrops des jeweiligen Tokens, der dann neu gelistet wird, also neu auf die Plattform kommt und zum Verkauf steht. Das ist das Besondere hier an dieser Plattform. Außerdem gibt es noch die MX DeFi Sektion, die finde ich auch super interessant, weil hier kann man auch bei, also einmal gibt es Token Mining hier oben und DeFi Staking. Das sind die beiden Optionen. DeFi Staking kennt ihr ja auch alle. Hier kommen dann auch relativ neue Coins immer mal wieder rein. Hier zum Beispiel LF Zero, den Azero Coin.
Dann gibt es natürlich auch Stables oder Bitcoin und so weiter. Das sind eigentlich ja so ganz marktübliche Raten. Ist interessant für denjenigen, der vielleicht sich ja auf eine Plattform so einschießen möchte und hier ein bisschen was machen möchte. Für den kommt es sicher in Frage. Aber ihr Mining finde ich auch super interessant. Ihr seht es, ich bin es gerade einmal hochgescrollt. Aber hier kann man zum Beispiel den Onston Coin, auch relativ neu, kann man hier also seine MX-Tokens einsetzen oder Onston Coins kaufen und einsetzen. Und ihr seht es, man ist dann hier am Mining mit beteiligt und hat dann ja eine relativ hohe APR, je nachdem welchen Coin man einsetzt. Ist natürlich auch dann immer abhängig von der Volatilität der einzelnen Coins, aber das ist einfach auch interessant. Und hier gibt es dann verschiedene, hier zum Beispiel den MCT-Token, also Microtuber. Muss man sich jedes Projekt im Detail anschauen. Wie gesagt, ich stelle euch so ein bisschen hier diese Besonderheiten der Plattform vor, weil ich das interessant finde und eben ja, und zwei Zuschauer mehr oder weniger sich auch dafür interessiert haben, was ich denn sonst so mache, außer Gaming und High-Risk-Krypto-Investments. Wie gesagt, das hier ist eine seriöse Plattform, das hat nichts mit High-Risk zu tun. Absolut seriöser Anbieter wie Binance, wie Coinbase oder wie andere auch. Und ja, deshalb zeige ich euch die ganze. Wie gesagt, der hauseigene Token ist der MX-Token. Finde ich super interessant hier, die ganzen Mining. Ihr seht es ja, es gibt viele verschiedene Mining-Projekte hier, den GWAR-Token oder den COVID-Doge. Kann man überall hier reingehen, wenn man sich dafür interessiert. Arctic kann man ausprobieren. Das ist dann natürlich auch immer doch ein bisschen mit High-Risk vielleicht verbunden, je nachdem, wie das Projekt so aussieht. Muss man aber auch seine eigene Research machen. Wie gesagt, das hier ist ja keine Finanzberatung, sondern einfach nur so ein bisschen Entertainment, und ich zeige euch, wo ich drin bin, was ich so mache, welche Plattform ich interessant finde. Genau, und das möchte ich hiermit auch machen. Außerdem, klar, könnt ihr hier auch ganz normal Trading einfach durchführen, was sehr interessant ist. Natürlich auch Margin Trading, das kann man ja nicht immer überall machen, durch Hebelwirkung auch sehr riskant, kann man natürlich auch hohe Gewinne einfahren, aber muss man einfach aufpassen. Hier jetzt gerade SOL USDT aktiv, könnte ich mir jetzt hier auch organisieren, wenn ich meine MX-Token vorher in USDT switche. Genau. Also viele verschiedene interessante Sachen, die diese Plattform hier bietet. Und es gibt auch hier den M-Day, da kann man auch dann an einer Verlosung quasi teilnehmen, bekommt dann Lose für neue Qualitätsprojekte, die hier auf die Plattform kommen. Und ihr seht es, das sind immer wieder sehr viele neue Sachen, die man hier relativ früh auch entdecken kann. Deswegen ist das Ganze auch super interessant. Natürlich gibt es ja auch ein Prämienzentrum. Das heißt, man kann ja auch selber zum Beispiel Leute empfehlen. Also ich balle euch natürlich auch unten einfach einen Affiliate-Link rein. Wenn ihr interessiert seid, an der Plattform teilzunehmen, dann nehmt gerne meinen Affiliate-Link. Müsst ihr aber nicht. Nur wenn ihr meinen Channel unterstützen wollt, dann würde ich mich natürlich freuen. Und es ist sowieso nicht mein Hauptziel, jetzt hier den Affiliate-Link irgendwie euch zu verkaufen, sondern ich will euch einfach die Plattform zeigen. Wie gesagt, was ihr dann macht, das ist ja eure Entscheidung, euer Ding. Ich will euch einfach nur so meinen Background bzw. den Background von dem Channel zeigen. Und wie gesagt, hier gibt es alles, hier kann man alles bekommen. Ich bin jetzt auch erstmal, ihr habt es ja gesehen, einfach hier mit meinen MX-Token am Start. Genau. Und ja, so habt ihr das Ganze gesehen, Leute. Wenn ihr Fragen habt, droppt ruhig einen Kommentar. Wenn ihr sonst irgendwie was wissen wollt, Leute, meldet euch. Vergesst auch nicht, ich habe einen Discord am Start. Alles auch unten verlinkt nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Haut rein.